Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Heute ist der 19.12.2020. 5 Tage noch bis Weihnachten. Heute war die Volkshilfe da. Die Haare sind gut gewaschen. Gott sei Dank. Ich fühle mich auch so sauberer, weil ich am Dienstag gar nicht Haare waschen konnte. Weil ich zu H&O sein musste. Und es ist so kalt draußen gewesen, wäre mit nassen Haaren. Und mein Hals geht auch deutlich besser. Ich habe noch ein bisschen Schmerzen, aber es geht. Heute war Sonja da. Wir haben Kaffee getrunken, getratscht und es war sehr lustig. Ich bin sehr müde, weil ich gestern fast die ganze Nacht auf war, weil ich so Kreuzschmerzen hatte und nicht schlafen konnte. Und deswegen habe ich heute sehr wenig geredet, aber es war trotzdem recht schön. Sonja kommt am 24. wieder zum Haare machen und zum Ohrringe austauschen. Und am Montag ruft Kerstin mich zum Mittag an und am Nachmittag muss ich Christoph anrufen, nach dem Katheter tauschen. Am Dienstag kommt Daniel, für den brauche ich noch ein kleines Geschenk. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe heute meine Kosmetik für Lesbestellung bekommen. 2 Paletten, ein Blush mit Konturpuder und ein Bronzer. Hat mir voll gefallen, die 4 Sachen. Sonst fällt mir nicht viel ein. Es gibt einfach nicht viel Neues. Und ich bin dieses Monat wieder in der MOMAG mit einem Artikel über Lachen in der Psychiatrie. Und wen das interessiert, kann sich die MOMAG beim Sparmerko oder Billa kostenlos holen. Da bin ich mit meinem Namen auf irgendeiner Seite auf der Seitenspalte. Es ist jetzt nach 3 Monaten endlich wieder ein veröffentlichter Artikel. Das freut mich. Im Jänner gebe ich den nächsten ab. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Es tut sich einfach nicht viel. Die Nachbarn haben gerade Glühweinparty und halten sich nicht an die Personenbeschränkungen. Aber das geht mich nichts an. Und es ist ziemlich laut. Unser Nachbar baut sowieso die ganze Zeit um, was auch sehr störend ist. Ich bin sehr müde und werde jetzt dann abschalten und schlafen gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal. Ciao.